Okay. Hier ist es, wie Okul sagte. Und da hoch. Oh Gott. Alter. Okay, hier sind wir schon mal richtig. Ich frage mich, ob... Nein. Nein. Da haben wir noch was. Oh ja. Oh. Sieht falsch aus. Kiste. Ein Flugschreiber. Da könnte vielleicht hier was mit zu tun haben. So nicht. Nicht ganz. Vielleicht später. Du? Es hat vielleicht zu tun mit... Ja. Nein. Nein. Okay, was liegt hier noch? Was liegt hier noch? Ich würde mal sagen... Nichts offensichtlich. Nur die drei Dinge. Und da ist noch was weiteres. So nicht. Ja, warte. Ich denke nicht. Ja. Oh, muss der andere so ja stoppen. Okay, überlegen. Verbinden. Verbinden. Das heißt, der ist noch aktiv, ne? Ja, es würde doch aber passen. Nicht jetzt. Ja. Hab's ja auch beendet. Okay, dann mache ich erstmal den da drüben. Und guck mal, was wir da rauskriegen können. Hier ist ja sonst nichts, ne? Okay. So. Oh, guck mal da. Nix. Ich frage mich, ob... Also ich glaube ja eher, das hat mit dem Flugschreiber zu tun, aber es hat ja nicht funktioniert. So nein. Nicht. Es gab hier vor langer Zeit RDA-Aktivität. Ah, okay. So. Es hat vielleicht zu tun mit... Es kam von Tapcon One und ist abgestürzt. Vor langer Zeit hat ein RDA-Schiff einen Käfig transportiert. Es ist hier abgestürzt. Der Pilot entkam. TAP-Con 1 muss nah sein. Muss es lokalisieren. Die Blackbox hacken. Achso, nee, das ist die Blackbox. Junge. Wohin? Dahin. Zack. Das wär's. Muss nur sagen, was ich gefunden habe. Geh zu den Koordinaten aus der alten hey, RDA-Absturzstelle. Nein, es ist eine uralte RDA-Absturzstelle. Aber auf dem Scorpion war auch das Tapcon One-Logo. Von dort stammt wohl die RDA-Kiste in Seuls Werkstatt. Dann muss die Anlage oder was auch immer in der Nähe sein. Du musst sie finden. Ja, ich habe Koordinaten aus der Blackbox extrahiert und bin unterwegs. Ich habe Angst. Was könnte es sein? Meine Kindheitserinnerungen verblassen jeden Tag mehr. Aber was der Begriff Con 1.
Eins ist klar. Dort ist etwas sehr Schlimmes passiert. Oh oh. Etwas sehr Schlimmes? Tapcon. Nor, Tapcon One ist hier. Es wirkt verlassen. Geh rein. Dort liegt unsere Vergangenheit begraben. Also wenn hier so viele rote Behälter stehen, kann man davon ausgehen, dass hier gleich ein bisschen was passiert. Das heißt rein. Kiste. Munition. Haben wir ja noch ohne Ende. Oder? Ui, da komme ich sogar rein. Muss den Strom einschalten. Heilungsbeutel ist voll. Sehr gut. Okay. Müssen wir wieder ein bisschen rumgucken. Da oben? Ja. Tadam. So, Strom einschalten. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Tadam. Alle Systeme online. Versuch gestartet, Verbindung zu RDA-Diensten wiederherzustellen. Nee, Digga, musst du nicht. Muss keine Verbindung zu RDA-Diensten herstellen. Wirklich nicht. Nicht, dass sie noch kommen. Geht's da etwa raus? Nein. Nee, da geht's rein. Auch wieder Pilze am Eingang. Okay. Sie wollen die Zellen schneller haben. Ohne Vorwarnung, wie immer. Sie gehen heute Nacht raus. Das hat also oberste Priorität. Hier ist es unheimlich. Unheimlich. Oh, hier. Munition. Warum so viel Munition? Das ist nie ein gutes Zeichen. Wow. Ich wusste gar nicht, dass die Stöcke voll werden können. Gibt's ja gar nicht. Weg. Das hat so ein bisschen Resident Evil Vibes gerade. Als wenn wir im Hive wären. Wozu war das alles gut? Ich sehe mich mal um. Ich frage mich, ob... Warum brennt da noch Licht?
keiner drin. So. Hey, ich habe Käfige gefunden und Fesseln. Tiere oder doch. Es ist schlimm, Noor. Scheinbar waren wie in den Käfigen. Da vorne ist eine Tür. Ein Gefängnis. Aber wen haben sie dorthin gebracht? Ich weiß es nicht. Mal sehen, was ich noch finde. Die waren nicht für Tiere. Oha, oha. Jetzt gehen wir gerade in den Horrorfilm. Ja, da hinten ist die grüne Tür. Hier kommen wir aber nicht durch, ne? Könnt höchstens mal da mal hinschießen. Ah. Nu geht das. Matratzen. Ich dachte eben, es wären Leichensäcke. Okay. Es hat vielleicht zu tun mit... Mit nichts hier drin. Andere Baustelle. Kann das sein? In einem anderen Raum? Ja. Hiermit? Aber was noch? Behandelt wie Tiere. Desinfiziert und abgeduscht. Oh. Haare abgeschnitten. Das erinnert mich an Zeiten, die nicht so schön waren. Es hat vielleicht zu tun mit... Mit? Hier ist nichts. Oh. Ausgezeichnete Knöchelschutzdinger. Nein, auf jeden Fall mit Stufe 15. Bam. So, okay. Trotzdem brauchen wir noch einen Hinweis. Das sind nur Kisten. Okay, bin ich hier noch aktiv? Das ist dasselbe, ja. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Zu dem. Es waren Na-Weh-Kinder hier. Sie haben etwas gemalt. An die Wand. Also eine weitere TAP-Schule? Wirkt nicht wie eine. Provisorisches Bettzeug. Aber alles ist alt und kaputt. So ist es schwer zu sagen. Ich erinnere mich nur vage. Such weiter. Wir brauchen mehr Antworten. Was haben die hier gemacht? Noor, ich... Was ist? Dieser Ort war ein Gefängnis. Keine Schule. Ja, sie haben klar. Uns in Fesseln hergebracht und uns alles abgenommen. Wie Tiere. Uns alles nehmen, was Na'vi war. Unsere Familien eingeschlossen. Die Duschen. Schlimmer als in der Schule. Ich kann auch das Desinfektionsmittel riechen, das sie benutzt haben. Sie sagten immer, wir wären dreckig. Ein Kind hat andauernd seine Hände gewaschen. Mercer wollte uns die Na'vi austreiben. Pandora wegwaschen.
Sie hatten Betten für die Kleinen. Wir müssen uns so gefürchtet haben, Nor. Ich will mich nicht erinnern. Aber ich sollte vielleicht. Ich sehe nach, was hier noch vergraben ist. Hey, jetzt zeigt ihr wieder dahin. Willst du mich veräppeln? Okay. Vielleicht hat sich jetzt da irgendwas getan. Ist immer noch zu. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier das Pult benutzen. Okay. Jetzt aber echt einen komischen Vibe gerade hier. Sicherheitsabriegelung aktiv. Ach, so verzerrt. Was sagt sie da? Finde die Quelle der verzerrten Aufnahme in TAPCON 1. Jo. Mach ich. Moment. Okay. Ja. Ich wollte gerade reinkommen. Zieh den Kopf ein. Mercer soll heute nach Blut lechzen. Irgendwas mit dem Projekt lief wohl schief. Ich sollte vielleicht lieber Inventur in der Wartungsabteilung machen. Grusel. Boah, dieser Geruch erinnert mich an Schmerz und Furcht. Blutproben. Manche von uns haben immer geweint. Ich glaube, den Grund werden wir gleich erfahren. Circa 5 Jahre alt. Gewicht 51 Kilo. So ein fettes Baby. Name Ahadi, glaube ich. Sie hat nichts gesagt, seit wir hier sind. Lockdown. Wie war's? Da kann ich nicht mehr zurück, ne?
Na, passt so. Nur, bist du da? Achtung. Ja. Was nun? Was hast du gefunden? Harley. Sie war... Harley? Was meinst du denn? Ein Foto von ihr. Alle Aufzeichnungen. Sie nannten sie störend. Sie war so stark. Das machte ihnen Angst. Deshalb hat Mercer sie zerstört. War Anna schon immer Teil davon? Ich dachte, sie war nur eine Lehrerin, die sich um uns gekümmert hat. So dachten wir als Kinder alle. Aber vielleicht gibt es noch viel mehr, worüber wir nichts wissen. Glaubst du? Was zum Beispiel? Etwas ist faul an dem Ort. Warum haben sie ihn aufgegeben? Was war los? Stimmt. Ich muss weiter nachforschen. Was für Geräusche? Voll geil gemacht hier, oder? Alter. Was war das? Oh oh. Oh nein. Alter, der ist groß. Hier drin ist auch ein Thanator. Oh. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich denke schon. Klar. Das hier ist zu wichtig, um umzukehren. Dann mache ich mit links. Sag ich mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Hier noch irgendwas? Gruselig und traurig. Jetzt merkst du langsam, was ich meinte. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist noch ein bisschen Gänsehaut erweckender, wenn man selbst ein Kind hat, was gerade 6 Jahre alt ist. Das ändert sowieso alles, wenn man ein Kind hat. Das ist krass. Das ist echt krass. Was man da auf einmal für Gefühle entwickelt und so, das ist... Boah. Oh. 3 Stück. Ja, Krallen gehören auch mal geschnitten. Diese Mission habe ich damals alleine nachts im Dunkeln gespielt. Ich werde nie vergessen, Doom 3. Wann kam das denn? 99, 2000, sowas ungefähr. Da habe ich mir Kerzen auf den Schreibtisch gemacht, damals, auch alleine zu Hause gewesen. Kerzen, Kopfhörer auf und bin da rum und habe so einen Schiss gehabt und habe, da sind ja so viele Schocksequenzen drin, ne? Oh nein, Gott. Ich verstehe nichts. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich finde, die Mission hat auch ein bisschen was von Jurassic Park. Ja, stimmt, stimmt. Jetzt mit dem Thanalor dabei. Ich hoffe nur, dass man da auch nicht den Arm sieht von dem Puppenspieler, wie bei Jurassic Park. Hihihi. Das nicht. Das glaubst du nicht. Versuch's.
Almas Tank, in dem ihr Na'vi-Körper erzeugt wurde. Ihr Avatar. Sie ist keine Na'vi. Sie trägt uns die Bekleidung. Okay, krass. Radchen hat gerade neben mir Platz genommen. Der schaut jetzt mit. Der hat aber keinen Sub. Oh, du auch nicht mehr. Vorhin hast du noch eins gehabt. Ah ja, ich sehe es gerade. Es fehlt eins. Das ist ja echt stundengenau wahrscheinlich, ne? Oder minutengenau. Die Klappe. Oh, ein Monat schon um. Ja, krass, ne? Die Zeit, die rennt so schnell. Die provozieren es aber auch, ne? So Scarejump-mäßig. Mal damit. Boah. Ich spüre den Puls. Das ist der Puls. Ich glaube, das ist der Puls. Im Controller. Diese Stimme. Das heißt, wer ist das? Tanalore ist nah. Da können wir eigentlich mal wieder ein paar mitnehmen. Nee, voll. Okay. Ein Kicker. Aber wenigstens erklärt es jetzt, warum hier die ganze Zeit so viel Munition und ein Health Pack zu holen ist. Wir müssen nämlich einen Tanalore besiegen. Na, ist das heiß hier? Na, geht. So. Hier lang, hier lang, hier lang, da lang. Zack, 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 zack. Moin. Ja, komm doch, komm doch. Komm doch. Feigling, Feigling. Hey, Z-Flex. Alles gut, über dir? Oh, ist gerade die Hölle los, ne? Grusel, Grusel. Oh, Digga, jetzt hat er die Tür kaputt gemacht. Jetzt hat er die Tür kaputt gemacht, okay. Gehen wir hinten rum und dann steht er da schon. Oder? Nein. Könnte besser sein, oh. Das klingt aber nicht so berauschend. Ja, gibt nicht viel Neues tatsächlich. Gar nicht so viel. Sind die halt fleißig am Avatar zocken. Was ein ziemlich cooles Spiel ist. Und jetzt wird es gerade schon ein bisschen gruselig. Wir haben so eine verlassene Station gefunden, wo wohl Kinder gefangen gehalten wurden. Ja, ich schätze mal, so 80% ungefähr von der Story haben wir. Das ist das letzte Gebiet hier. Also letzte. Es gibt nur drei Gebiete. Das ist das letzte Gebiet. Noch ein paar Missionen. Also viel ist da vom Story
Modus nicht mehr. Nebenquests, klar. Gibt's immer. Könnte hinkommen. Hätte ich auch gesagt, ja, ne? Das wird so seine 80% sein. Aber es ist echt geil, ne? So. Oh nein! Oh, fuck, Alter. Oh, ja, klar. Warum nicht gleich ein paar mehr? Wow, 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 wow. Haha. Noch jemand? Die Stimme kommt aus diesem Büro. Muss da rein. Okay, das war jetzt gar nicht so wild, wie ich gedacht hatte. Aber trotzdem. Da geht bestimmt noch was. Wo muss ich noch rein? Da hinten. Ist sonst noch was zu looten? Nee. Ach doch, Hammer, die kann ich doch hier noch. Nee, kann ich nicht. Ah, dann hätte ich sie auch mit der Schrotflinte wegballern können. Da rein müssen wir. Da rein. Okay. Nehmen wir mit. Falls die Tanalo noch Stückchen holen, spielen wollen. Okay. Ah, da geht's hoch. Gucken wir erstmal hier. Muss ich da rein? Nein. Dachte ich mir beim ersten Mal auch, aber habe mich damals so erschrocken, als ich aus der Lüftung gefallen bin. Ja, ich habe auch kurz gezuckt, tatsächlich. Das kommt nicht oft vor. Ja, hab ich ja schon. Okay. Das kommt tatsächlich nicht so oft vor. Bin ich so ein schreckhafter Mensch. Aber manchmal erwischt es mich volle Kanne. So unerwartet halt irgendwie, ne? Da. Oder halt erwartet, wie bei Resident Evil 7. Ja, da habe ich ja... Oh Gott. Dann gehen wir noch da lang. Da habe ich ja einen Speedrun gemacht in VR. Da bin ich fast gestorben. Da musste ich so alle halbe Stunde eine Pause machen. Sonst hätte ich einen Herzinfarkt gekriegt. Also, es ist ja so schon gruselig. Aber in VR ist abartig. Wo bist du zu? Oh, im DLC ist man mal allein in einer verlassenen Basis und plötzlich kam ein riesiger Schatten auf dich zu und dann war es nur ein kleiner Käfer. Geil. Vorher stelle ich mir echt erschreckt. Ey, das ist der Hammer. Das ist so krass, ne? So krass. Echt übel. Ne, wo ich mir die VR-Brille geholt habe, habe ich erstmal so ein paar Demos probiert. Ne, da waren ja dann natürlich VR-Demos dabei, ne? Klar. Und da gehst du mit einer Tauchglocke, gehst du unter Wasser. Und das fühlt sich schon sehr komisch an. Du hast direkt so ein schwereloses Gefühl, ne? Und das geht vielleicht 2-3 Minuten, wo du runterfährst. In der Zeit gewöhnt sich dein Gehirn an diese VR-Umgebung. Und dann bist du da unten und da kommt ein Hai an und kaut immer gegen den Käfig, wo du drin bist, ne? Und irgendwann macht da vorne die Tür kaputt und kommt dir entgegen und oh, Alter. Abartig. Abartig. Ja, und dann dich gefolgt von der VR-Demo von Resident Evil. Also das ist nichts aus dem Spiel, das ist speziell gemacht, ne, zum Testen.
Boah, ich hab mich so erschrocken. Ich habe dann auch jeden Kumpel von mir, ne, wo dann irgendwie zu Besuch war, habe ich gesagt, hier, Feuer, Resident Evil und schön mit dem Handy aufnehmen. Gott, Alter, die Leute sind abgegangen. Ich habe mal im Kino einen VR-Trailer testen dürfen. Das war auch ein Erlebnis. Ja, ja, ja. Das ist krass. Ich habe das allererste Mal, da bin ich extra nach Stuttgart gefahren. Also das sind von hier ungefähr 160 Kilometer. Weil da Nvidia stand mit so einem VR-Truck. Und da habe ich das dann probiert. Und gleich die erste... Oh, RDA muss einen Alarm ausgelöst haben. Gleich die erste Szene war in New York auf dem Hochhaus, wo dann über so eine Planke gehen muss, ne, und dann, also Hausdach, ne, und dann da runter gucken. Und ich habe Höhenangst. Ach Gott. Ging aber noch. Dann waren noch so ein paar andere Dinger. Auf so einem Alien-Planeten, so, bla bla bla. Aber dann kam eine Demo, da musste man. Hä? Bin ich schon wieder hier? Aber jetzt ist es offen. Da musste man, wie sagt man? Also so ein Berg hochklettern. An der Klippe. Ne, Wasser unten und so, das Meer. Und ich krabbel da hoch. Hä? What the hell? Da drüben, ja, aber da bin ich ja gar nicht hingekommen. Und, okay, warte mal. Hier kann ich nichts machen. Nee. Und da muss ich dann von einem Feld zum anderen springen. Mit dem Xbox-Controller, ne? Und hab das mit dem Greifen nicht hingekriegt. Und spring und greif halt nicht und fall da runter. Und bin in echt dann halt nach hinten gefallen. Und der Typ von dem Video hat mich dann da festgehalten und gesagt, Alter Digga, beruhig dich, beruhig dich. Das war der Hammer. Ja, und dann, wo ich sie selber gehabt habe, habe ich dann mal... Wieso komme ich da nicht hin? Was wollt ihr? Habe ich Autorennen gezockt. Also ich liebe Autorennen. Das ist meine Welt. Und in VR, das war krass. Losgefahren. Also das war Drive Club, hieß das Spiel. Und das ist halt geil, weil das fängt an, du stehst auf der Rennstrecke, vor dir das Auto, du kannst dann rumlaufen, kannst die Tür aufmachen, einsteigen, den Sitz einstellen, ne, vor, zurück, hoch, runter. Und ich denke so, oh, das ist ja geil. Ne, steig ein, starte das Ding, fahr los. Und voll cool. Und auf einmal kommt eine Linkskurve und ich denke, oh fuck, Alter, weil ich lenk links und mein Magen ist einfach geradeaus weitergefahren. Und ich so, Gott, das kann ich nicht. Ja, aber dann 20, 30 Minuten eingespielt, sag ich mal. Und dann habe ich direkt 4 Stunden Multiplayer-Autorennen gezockt. Weil du bist dann irgendwann so da drin, ne? Du guckst in den Innenspiegel, in die Außenspiegel, so. Du guckst auch mal nach hinten oder so. Alter, das ist mega. Das funktioniert so gut auf einmal. Ja, da drüben bin ich aber nicht reingekommen. Oder habe ich da was geöffnet jetzt irgendwie? Na, bin ich doof? So, ich spiele. Ja, Flatout ist mega geil. Ach, das habe ich so geliebt früher. Das müsste ich sogar noch haben für den PC. Das müsste ich noch haben. Okay, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen verrannt hier, tatsächlich. Schon mal Outlast. Ja, Outlast habe ich angefangen, aber nicht weit, nicht weit. Also im Keller unten irgendwann habe ich dann aufgehört. Aber ja, da sind Schrecksequenzen dabei wie die Sau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das war nämlich übel. Wir waren schon im Flur oben, der Rollstuhl. Alter.
so erschrocken, ne? Weil man es da halt auch erwartet, ne, dass man erschrickt. Ja, Alter, ich kann doch hier nicht rein. Da, guck. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Festgeklebt. Nahrung essen. Mach ich. Halt hier. Ein, zwei, danach wurde es, naja, schlechter. Hm. Oh, Outlast. Das ist mal zu gar nicht meins. Da konnte es auch nie zu Ende spielen. Nee? Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass ich nicht der Einzige bin. Ich habe dann auch der Trailer von Teil 2 gesehen, habe mir gedacht, oh. Interessant. Aber ich musste da hinten irgendwas aktiviert haben. Weil das habe ich ja schon. Oh, willst du mich verarschen? Noor, ich bin in Almas Büro. Hier ist eine defekte Aufnahme von ihr. Ich versuche sie mir ganz anzuhören. Vielleicht hat Alma Antworten für uns. Tada! Hab alles so ein bisschen gespielt. Aber wenn man so gejagt wird, kann das nicht. Ja, eben. Ich auch. Ist verdammt schwierig. Oh, wie sie verwirren wollten. Ja, ausgerechnet Mercer. Er ist unsicher. Warten wir es ab. Ich weiß nicht. Dass wir Navi gesichtet haben. Ich seh's mir an. Ich dachte, der Ort wäre verlassen. Das war er. Nur nicht mehr. Augen auf. Auf der Jagd! Verstanden! Suche nach Bedrohungen! Okay, warte mal. Will ich markieren. Suche! Verstanden! Dann nehmen wir die Schrottflinte. Augen offen halten! Kapiert! Augen auf beim Eierkauf! Auf der Jagd! Bestätigt! Sie verdienen keine Gnade! Suche nach Bedrohungen! Roger, wird erledigt! Hihi. Suche das Gebiet ab! Wir müssen sie aufwarten. Boing. Ja, ne? Was soll ich da rumballern jetzt? Bloß weg hier. Ah. Das ist die große Halle wieder, ne? Angeblich gibt es einen Navi, der größer ist als ein Bau. Weiß nicht. Und das daneben. Check und dann weg hier. Roger.
Ich hab so richtig Hunger. Ah ja, hier lang. Ah, ich kann ja dann. Die Blauen sollten Verlust annehmen und sich ergeben. Wenn du wieder damit anfängst, erschieße ich dich selbst. Wo sind die anderen? Da. Wo sind die Blauen denn überhaupt? Jetzt, nur Muni. Okay. Ah, ziemliches Unwetter da draußen, würde ich mal behaupten, ne? Mit Gewitter und so. Freie Sicht. Das gefällt mir nicht. Du siehst doch eh nix, Blindfisch. Okay. Die sind noch geöffnet. Ich hab alles hier allergisch. Ja. Über Gelände. Oh, jetzt muss man eben den Überblick kriegen hier, dass ich die im Auge behalte. Okay, dann los. Easy, easy. Los, weg hier. Und kein Ikra, den ich riechen kann, rufen kann. RDA, sie wurden alarmiert, als der Strom wieder da war. Ich hab's noch rausgeschafft. Es war furchtbar, Lord. Es tut mir leid, dass du da alleine durch musstest. Ach, warte. Aber wir mussten es wissen. Alma hat ein Audiolog hinterlassen. Den kann ich nicht wissen. Sie hat auch etwas namens Sarentu-Versammlungsort erwähnt. Die Sarentu-Versammlung. Ich erinnere mich. Eine undeutliche Erinnerung, die sie mich vergessen ließen. Das muss der Ort sein, an dem sie uns entführt haben. Ich gehe dorthin. Du kannst nach Hause. Vielleicht. Sehen wir erstmal, was ich finde. Wir sind so nah dran. Nor, ich bin angekommen und... Und was? Was ist los? Ein trauriger, öder Ort. Jetzt hat er aber auf jeden Fall gespeichert. Hierher? Alles ist voller Yahweh und nichts wächst. Das würde ich gern sehen. Gibt es Überreste? Warum war Alma dort? Haben die Kamettiere sie belogen? Es ist so lange her. Vielleicht gibt es dort nichts zu finden. Noch eine Sackgasse. Ich sehe mich um. Verlier nicht die Hoffnung.